Ah, so geht es also. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid für dich. Du hättest die Region hier ganz gerne auf deiner Seekarte eingetragen und dazu noch eine nützliche Information, was? Na, dann falte dir doch erstmal deine Seekarte auf. Ach so. Oha, eine Insel. Wusstest du eigentlich, dass es in Tantopia, der Insel etwas nordöstlich von hier, eine Spezies von Glühwürmchen heimisch ist, die sonst nirgends anzutreffen ist? Es leuchtet so bunt und schön wie ein Regenbogen. Aber nur die wirklich respektlosesten Naturverächter würden es wagen, diese wundervollen Schöpfe in einer Flasche einzufangen. Das wäre soweit von mir. Falls du Informationen noch einmal hören möchtest, musst du mir schnell eine zweite Portion vorgeben. Ach so, bis auf die Tage. Okay, wir sind immer noch auf der Suche nach irgendwelchen Viechern, die uns was zum Tempel des Meeresgottes sagen können oder so. Die großartige Frage ist aber, ist das da nicht die Insel, die wir schon haben? Habe ich jetzt was verpasst? Denn eigentlich, die Insel haben wir doch jetzt schon bereist. Vielleicht müssen wir einfach in diese Richtung weiterfahren, Leute. Wie wäre es, wenn wir da mal ein bisschen hinfahren? Ja, Tobinberger gibt es noch. Es lebt noch. Es existiert. Ist das nicht klasse? Ach, die existieren auch noch. Ja, obwohl bald Breath of the Wild rauskommt, geht es mit diesem Let's Play doch weiter. Muss halt dann gucken, wie das mit Zelda dann so noch zusammenpasst. Sind wir auf dem richtigen Kurs? Nee, eigentlich gar nicht. So müsste es richtig sein. Ich wake nochmal den Wind. Geht ja fix. Und ab jetzt kommen die Videos auch wieder in 1080p. Ich hoffe, ihr freut euch. Denn ja, mein neuer PC schafft das wieder. Scheinbar. Ohne dass die Aufnahmen irgendwie abbrechen, so wie auf dem alten. Und sieht das Spiel auch gleich viel, viel besser aus, oder nicht? Auf meinem Vorschaufenster auf jeden Fall. So, wir brauchen irgendwelche Meeresbewohner, die wir fragen sollen zu dem Tempel des Weisen. Weil der Tempel, den der Weise ist, da vorne ist das auch schon. Diese Markierungen geben einem im Normalfall irgendwas an. Und da kann man dann Meeresbewohner rauslocken. Und so wie ich das gerade im Internet gelesen habe, sind das diese springenden Fische. So wie der eine da gerade eben. Aber der hat uns jetzt nicht wirklich was zu dem Tempel gesagt. Ah. Oha. Da vorne leuchtet irgendwas. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen. Nichtsdestotrotz können wir das uns mal anschauen. Warte. Anhalten. Ein bisschen. Oh, viel zu schnell. Ah, verdammt. Das muss jetzt Fingerspitzengefühl. Einmal kurz Segel setzen, dahin fahren, anhalten, anhalten. Und den benutzen. Was? Daneben? Skandalös. War das nicht hier? Das war absolut, war das hier. Hä? Ich höre es doch hier auf meinem Ohr. Guck. Nice. Und was haben wir hier drin? Ich hoffe, irgendwas Cooles. Und zwar ein violetten Rubin. Vielen Dank. So, was haben wir denn da vorne? Waren wir da schon mal? Was ist das für eine Insel? Ist das die Präludien? Ey, was ist das für eine Insel? Ja, tatsächlich. Also muss hier irgendwo in der Nähe von Präludien so ein Fisch sein, den wir befragen können zu dem Tempel. Ist ja super. Oh, wie cool. Fragt mich übrigens nicht, warum Wind Waker so lange nicht kam. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Warte mal, das ist gar nicht Präludien. Das ist eine andere Insel. Da spawnt einfach ein Meeresbewohner. Ein Meeresbewohner. Ein Schiff. Und wir haben keine Bomben mehr. Scheiße. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier mal an Land. Spoilerflasche mitnehmen. Können wir überhaupt hier irgendwas machen? Haben wir hier nicht schon? Ist das hier vielleicht dieser Tempel? Was ist das? Hier ist irgendwas. Also müssen wir uns hier mal ein bisschen umgucken, ob hier irgendwelche Fische rumspringen. Genau. Und denen müssen wir dann was zu essen geben. Das macht ja sogar halbwegs Sinn. Was ist das da vorne? Da waren wir noch gar nicht. Fische. Ich fahre jetzt hier einfach im Kreis.
Und mein Segel krüppelt ab. Ist das der richtige Weg? Jetzt einfach hier rumfahren und gucken, wo Fische sind? Weil er sagt ja... Warte, ich gehe nochmal von Bord. Ich zeige euch nochmal genau, was er sagt. Er sagt... Im Tempel, in dem sich dieser Weise befindet, gelangst du nicht so ohne weiteres hinein. In solchen Fällen solltest du die Meeresbewohner der jeweiligen Region um Auskunft bitten. So. Der jeweiligen Region. Also hier, das ist ja... Da vorne! Da vorne! Perfekt. Komm her! Da ist auch nochmal so ein Dings. Bremsen! Hier, da ist es gleich, da ist es doch gleich. Schaffen wir das? Zählt das so? Nee, ne? Nee. Als ob. Vielleicht zählt es so. So an der Seite? Ey! Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich hüpfe immer von Bord. Da müssen wir nochmal kurz hier Segel setzen, umdrehen, scharfe Kurve. Und dann... Hier so. Jetzt müsste es aber gehen. Dann hier drüben. Wo ist denn das? Hä? Skandalös. Egal. Gehen wir mal zum Fisch. Ach Mann. Geh rauf. Komm. Fischli. Der hat Spaß. Pass auf. Futter. Vielleicht kann der uns jetzt irgendwas über diesen Tempel sagen. Hey Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest gerne eine Region hier und Informationen. Dann falte mal die Karte auf. Das sieht irgendwie seltsam aus. Frisch. Toll, ne? Gibst du in den Höhe, deren Eingang wegen diesem heftigen. In die Höhle, deren Eingang wegen diesen heftig schweren Felsen unzugänglich ist, würdest du gerne mal reingucken, oder? Ich kann es dir nicht verdenken. Und da ich kein Unfisch bin, will ich dir was ganz Fantastisches verraten. Reise 4 Regionen nach Norden, 3 nach Osten. Also 4, 3. Und du kommst zur Ignisspitze. Dort findest du ein Artefakt, dass sich das. Wo das geht. Okay. 4 nach oben, 3. 4, 3. Nach Norden, 4. Ist da jetzt Norden? Also müssen wir nach 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Da? Das ist ja direkt unter Draconia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Also nach Draconia praktisch. Oder? Da jetzt einfach schräg rüber, ne? Ich will jetzt nicht verkacken, aber ich glaube, das ist richtig so. Nice. Tschüss, Fisch. Du warst mir eine große Hilfe. Okay. Ach ja, Leute, dieser Part kommt noch online, bevor... Ja, na klar, der Part kommt ja morgen von mir aus gesehen, oder? Je nachdem, wie viel ich heute noch schaffe, kommt der morgen oder Dienstag. Tja, Breath of the Wild steht kurz vor der Tür. Und, naja, wie soll ich sagen, das wird dann wahrscheinlich mit diesem Let's Play hier nicht sonderlich gut koexistieren können. Aus dem ganz einfachen Grund, dass Breath of the Wild wahrscheinlich ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen wird, ne? Weil, es ist halt ein neues Spiel, verdammt groß, ich freue mich ziemlich doll drauf. Deswegen, ja. Ignisspitze. Das andere Ding ist ganz da oben, da können wir dann gleich danach hinfahren. Ja. Deswegen, ich würde super gerne Breath of the Wild und Wind Waker so parallel hochladen. Ne, damit dieses Spiel jetzt nicht komplett verkommt, so wie es jetzt die ganze Zeit gewesen ist. Aber ich glaube, das kriege ich einfach zeitlich nicht hin. Weil ich dann schon lieber meine Zeit Breath of the Wild widmen will, anstatt The Wind Waker. Ist leider so. Ignisspitze. Ich komme wieder komplett vom Kurs ab. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, ne? Ziemlich. Okay. Also wird es wahrscheinlich dann für Wind Waker wieder eine kleine Pause geben.
generell, wie das mit Let's Plays dann wird, während Breath of the Wild läuft, ich werde in den ersten Tagen halt ziemlich einige Parts raushauen. Am 1., also am 3. März wahrscheinlich 2, am 4. März 2 oder sogar 3. Und dann wird sich das langsam beruhigen. Ja, also ich werde es jetzt nicht so unfassbar übertreiben, weil ich weiß, dass das nerven kann. Aber wenn ich dann halt die Parts aufnehme, weil ich Bock auf das Spiel habe, dann lade ich die natürlich auch hoch. Warum sollte ich die dann nicht hochladen? Das ist der Turm der Götter, ne? Weiß ich nicht. Wir müssen also in das Regionchen unter Draconia praktisch. Ach du Scheiße. Da vorne jumpt wieder ein Fisch. Wollen wir da mal hin? Weil nee, da brauche ich neues Futter. Wenn wir mit dem jetzt quatschen, das wäre ein bisschen doof. Zum Glück habe ich das überhaupt, ne? Sonst müsste ich jetzt nochmal zu Tari? Heißt das so? Terry. Wow. Nicht gut. Nochmal zu Terry und mit dem ein bisschen quatschen. Und dem auch noch Geld bezahlen. Ich meine, das Geld habe ich, aber muss ja nicht sein. Sind wir immer noch auf dem richtigen Kurs? Yo. Wir können dann gleich mal wieder unsere Dings ändern und mehr nach da vorne fahren. Tja, ansonsten so. So. Alter, der sieht schon geil aus. Ich sag's gerne nochmal. Ich weiß, das könnte vielleicht nervig sein, aber verpasst nicht am Freitag den Switch-Hype-Livestream, ne? Kommt gerne vorbei. Wir spielen Mario Kart 8 und reden über die Switch. So. Jetzt müssten wir eigentlich langsam in dem Quadranten sein, wo wir... Na, gleich. Wo wir hochfahren können. Sind wir jetzt? Und dann können wir einfach direkt frontal in den Norden fahren. Jop. Sollte jetzt gehen. Alter, wie schnell bewegen sich die Wolken denn? Krass. Ach, es zieht ein Sturm auf. Schnell weg hier. Ach ja. Und freut euch, dass Wind Waker weitergeht. Ich hoffe es doch mal. Wäre ganz famos. Wäre ganz famos. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, warum es so lange als auf sich hat warten lassen. Es tut mir auch leid, aber... Tja, es kam halt anderes dazwischen, sag ich mal. Oh, guck mal. Da fliegt eine Möwe. Ist die denn des Wahnsinns? Haha. First try. Bitte sei was Cooles. Ich weiß, ich könnte auch die Schatzkarten von Tingle benutzen. Okay. Nicht schlecht. Ist das da vorne die Spitze? Nee, halt. Da lang muss ich. Ja, sind gleich da. Es tut mir leid, ich habe gerade das Gamepad nicht. Mein Akku ist leer, deswegen kann ich das leider nicht verwenden. Ich wollte erst noch ein anderes Video aufnehmen. Ja, bitte schalte das Video Gamepad. So, für Lego City Undercover, Gamepad. Für Mario Maker, ja, Mario Maker, Gamepad. Für Splatoon, Gamepad. Für alles. Und es kotzt mich an, weil man kann zum Beispiel ja Mario Maker auch ohne Gamepad spielen. Also, ne, habe ich ja sowieso immer gemacht. So. Da vorne müsste jetzt irgendwo die Ignis-Spitze sein. Da-da-da. Gesundheit. Gesundheit. Ja, da vorne. Sieht schon irgendwie gruselig aus. Das mir jetzt noch nie aufgefallen ist. Ob die Insel erst jetzt gespawnt ist, nachdem wir mit dem Typ geredet haben? Gute Frage, ne? Gute Frage. Ich hoffe, wir können da überhaupt irgendwas machen. Wir brauchen jetzt nicht noch ein Item. Das wäre jetzt... Was zum... Was ist das denn? Wir sind aber... Das ist aber schon richtig hier. Alter, wie es gerade am Lägen war. Was ist denn das? Wow. Hey, na? Draconia. Kann man da irgendwas kaufen? Bomben oder so? Ich kann mir vorstellen, dass wir dagegen schießen müssen. Hm, was war das denn gerade? Ein Fisch? Hier ist doch ein Fisch.
Ey, Jungchen. Bla bla bla, Informationen. Ja, dann falte mal die Karte auf. Dann müsst ihr gleich mal gucken, ob hier irgendwo Cherry rumfährt. Dann kann ich bei dem nämlich Bomben kaufen. Glaube ich. Hoffe ich. Wow. Awesome. In diesem munter brodelnden Riesenvulkan sollen sagenhafte Schätze schlummern. Dumm ist nur, dass man sich beim Versuchen, den zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes die Finger verbrennt und wahrscheinlich den ganzen Rest noch mit. Aber eine Region im Norden. Eine Region im Norden und vier im Westen. Also. 1, 4. Da soll man einfrieren können. 1, 4. Okay. 1. Und dann. 1, 2, 3, 4. Ganz da hinten. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Hier ist mal in die Richtung. Eine noch. Und dann vier nach Westen. Als ob die mich jetzt über die ganze Map jagen. Das kann wohl nicht wahr sein. So. Oder zählt das überhaupt jetzt als eine? Ja, ich bin ja noch in dem anderen Abschnitt drin. Das ist schon richtig so, ne? Weil nicht, dass der mich jetzt verarscht. Ne, jetzt hat sich, glaube ich, gerade die Map geändert. Ja. Draconia, da oben ist Valu. Schön. Schön, schön. Fällt hier gerade zufälligerweise Terry rum? Nee, ne? Doch, da vorne. Da vorne ist er. Ich hole mir mal kurz neues Futter. Oh, was ist denn das da? Oh, was ist denn das da? Oha. Was geht denn da ab? Alter. Was ist das denn? Ja, der glaubt jetzt, der könnte sich verstecken, ne? Der Schatz. Kann er sich vergessen. Viel zu weit. Hier müsste er sein. Jawohl. Warum hat er so ein Leuchtsignal obendran? Und, was ist es? Oh, irgendwas Großes. Oder? Alter. Zum Glück habe ich gerade Platz dafür. Ich hätte da vielleicht hinfahren sollen, nachdem ich bei Terry... Wo ist Terry? Ey, als ob. Da vorne ist er. Terry. Komm zurück, Mann. Halt an. Halt. Noch ein Fisch. Brauche ich den hier gerade? Nö. Terry. Für was kaufen? Hallo. Hey. Hey. Merkt ihr das? Ja, ne? Durchaus. Ich kaufe mir was bei dem. Ich hoffe, der hat was. Wie sieht der mich eigentlich? Der hat keine Fenster da drin. Ah, er hat Bomben. Oh, ich hab's schon. Wieso ist er immer so traurig? Bezauberndes Mädchen? Was? 30 Stück für 60 Rupien. Ein Bombengeschäft. Sie haben 6 Punkte. Okay. Ich kaufe davon nochmal was. Thank you. Okay. Oh, ey, guck dir mal. Warum guckt ihr denn immer so traurig? Okay. Warum ist denn jetzt davor? Da oben steht einer. Guck mal. Da oben steht einer. Der Briefträger. Yep. Was macht der denn da? Ist das der Briefträger überhaupt? Nee, wer ist das? Link? Na, das ist eine schöne Pleite. Wie komme ich da bloß hinauf? Ich habe doch hier extra einen Idiot. Okay. Im nächsten Part geht's weiter in Richtung 4 im Westen waren das, ne? Also jetzt nach 1, 2, 3, 4. Ich setze schon mal den Kurs. So. Und dann sehen wir uns dann wieder, Leute. Macht's gut. Bis dahin und ciao.